Die erste Woche Schleswig-Holstein Musikfestival ist fast rum. Heute startete auch das erste der beliebten Musikfeste auf den Lande, und zwar auf dem Gut Stockseehof. Und da keiner natürlich überall dabei sein kann, zeigen wir Ihnen hier im Magazin immer wieder Auftritte der großen Stars der Klassikszene, wie Sänger Philippe Jaroussky, der gestern Abend ein Konzert im Meldorfer Dom gab. Dieser Mann ist ein Phänomen. Er spricht 5 Sprachen fließend, er hat Geige, Klavier und Komposition studiert und er singt mit einer Stimme, die nicht die seine zu sein scheint. Meine Stimme ist ein bisschen hoch mit Hochharmonik, aber ich bin nicht eine Sopran. Philippe Jaroussky ist Countertenor. Das heißt, er singt Arien, die normalerweise eine Frau singen würde. Oder vor 3 Jahrhunderten ein Kastrat. Sein Trick? Er nutzt nur die hohe Lage, die sogenannte Kopfstimme. Die Tiefe lässt er einfach weg. Mehr und mehr, ich versuche, darker, tiefer zu singen auch. Und mir mit meiner Körper zu singen. Und das ist die Arbeit eines Lebens, ich glaube. Und ich will immer und immer Fortschritte machen. Denn Jaroussky will sich nicht darauf ausruhen, dass seine Bewunderer seine Engelsstimme lieben. Das ist nicht die Countertenor-Stimme, die ein Mythos ist. Das ist mehr die Kastraten-Stimme, diese verlorenen Stimmen. Natürlich, es ist ein bisschen anders, wie man klingt jetzt als Countertenor. Aber für das Publikum, es gibt immer dieses Traum, vielleicht eine Kastrato-Stimme zu träumen. Ein Mann zwischen Chorknabe, Sopranarie und Himmelsklang. Vielleicht ist das Geheimnis von Jaroussky's Faszination.